Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf testberichte.com. Heute dreht sich alles um den E-Learning-Anbieter Udemy. Es gibt über 80.000 Online-Kurse auf der Plattform, dabei wird das Ganze aber nicht von Udemy selber erstellt, sondern von den 35.000 Dozenten aus der ganzen Welt. Über 24 Millionen Leute nutzen das Angebot schon und in diesem Video möchte ich euch meine Erfahrungen mit Udemy erzählen. Was sind die Vor- und Nachteile und warum Udemy relevant ist im Gegensatz zu kostenlosen Portalen wie zum Beispiel YouTube. Wenn du mehr über Udemy erfahren willst, bleib jetzt dran, nach dem Intro geht's los. Wie gesagt, gibt es auf Udemy über 80.000 Lerninhalte und diese werden in folgende Kategorien unterteilt: Programmierung, Business, IT und Software, Office, Produktivität, Persönlichkeitsentwicklung, Design, Marketing, Lifestyle, Fotografie, Gesundheit und Fitness, Lehrausbildung, Musik, Wissenschaften, Sprache und Prüfungsvorbereitung. All diese Kurse werden in verschiedene Schwierigkeitenlevel eingeteilt. Es gibt Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Experten. Ein Nachteil bei Udemy ist, dass unter den 80.000 Lerninhalten sehr viele Kurse für Anfänger enthalten sind. Es gibt noch ein paar oder einige Kurse für Fortgeschrittene, aber für Experten findet man auf Udemy sehr wenig Inhalt. Das finde ich persönlich sehr schade. Wenn man jedoch in ein neues Thema eintauchen möchte, in dem man sich noch nicht auskennt, ist das vollkommen in Ordnung, denn da gibt es massenhaft Material. Wenn man auf der Suche ist nach wirklich Detailwissen zu einem Thema, das einem interessiert, wird man auf Udemy vielleicht nicht das Richtige finden. Nun zu den Vorteilen von Udemy im Gegensatz zu kostenlosen Portalen wie zum Beispiel YouTube. Ein Vorteil ist sicher, wenn man sich für einen Kurs auf Udemy entscheidet, hat man ein Themengebiet komplett abgedeckt. Die Kurse dauern 5, 8 oder 12 Stunden auf Udemy und wie gesagt, wenn man mit dem durch ist, kennt man sich im Thema wirklich aus. Wenn ich alternativ zum Beispiel auf YouTube nach einem Thema suche, finde ich sicherlich auch Videos, die sind oft 10 Minuten lang. Und dann nach dem Schauen des Videos kenne ich mich in einem Teilgebiet des ganzen Themenbereichs aus, muss mich danach aber wieder auf die Suche machen nach weiteren Videos. Da weiß ich natürlich nie, finde ich das, was ich finden möchte. Das ist bei Udemy anders, da kann ich schon vorher reinschauen, okay, welche Lerninhalte sind im Kurs enthalten und kann so entscheiden, ob das für mich relevant ist. So habe ich natürlich viel weniger Suchaufwand und das eben für einen geringen Preis. Den Preis werden wir nachher noch im Detail besprechen. Ein weiterer Vorteil bei Udemy ist natürlich, dass Unternehmen eher bereit sind, einen Kurs auf Udemy zu finanzieren für die Weiterbildung, als ihren Mitarbeitern zu sagen, bilde dich mal auf YouTube weiter. Hier ist Udemy einfach seriöser und man weiß, was man für sein Geld bekommt. Außerdem bietet Udemy Kurse an, die ich auf kostenlosem Weg gar nicht finden kann. Und ich habe auch eine gewisse Qualitätssicherung, denn ich habe ein Rückgaberecht, wenn mir der Kurs nicht gefallen sollte. Wenn Sie zu einem Kurs bei Udemy eine Frage haben, können Sie außerdem die Community fragen oder sich an den Dozenten selber richten und bekommen so auch noch Feedback von den Lehrkräften, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Der persönliche Bereich, wo ich eine Übersicht über meinen Kurs erhalte, ist sehr benutzerfreundlich aufgebaut. So sehe ich zum Beispiel, wie viel Prozent habe ich schon abgeschlossen. Ich kann Lektionen überspringen oder neu starten. Ich sehe in der Übersicht kürzlich gestellte Fragen von der Community und die Antworten von anderen Nutzern oder von den Dozenten. Ich kann dort auch selber Fragen zum Kurs stellen. Ich sehe Mitteilungen von den Dozenten selber, ob der Kurs abgedatet worden ist oder ob es andere Neuigkeiten gibt. Also das ist alles sehr schön gestaltet, übersichtlich und informativ. Ganz wichtig bei einer E-Learning-Plattform ist natürlich der Videoplayer und der ist bei Udemy sehr gut gelungen. Ich habe hier einige Punkte aufgeschrieben, die ich in diesem Video auf alle Fälle erwähnen möchte, weil sie einfach sinnvoll sind. Zuallererst gibt es die Option, dass ich jederzeit ein Lesezeichen setzen kann. Das kann ich entweder manuell mit einem Mausklick machen oder mit dem Shortcut B. Dieses Lesezeichen wird dann in meinem persönlichen Bereich gespeichert, also wenn mir jetzt etwas im Video auffällt, das ich mir nachher nochmal anhören möchte oder ansehen möchte, weil ich es nicht verstanden habe oder weil es sehr wichtig ist, kann ich ein Lesezeichen setzen und alle Lesezeichen werden mir im persönlichen Bereich angezeigt und so kann ich mich sehr schnell durch meine Lieblingssequenzen
im Videokurs durchnavigieren. Außerdem kann ich nach demselben Prinzip wie die Lesezeichen setzen auch zu jedem Zeitpunkt im Video eine Frage platzieren. Diese Frage kann dann von der Community oder von einem Dozenten live beantwortet werden. Außerdem gibt es noch links beim Videoplayer ein Zusatzmenü zum Durchnavigieren durch den Lerninhalt. Rechts gibt es ein Transkript, wo ich mitlesen kann. Dann gibt es noch Optionen wie zum Beispiel, kann ich die Geschwindigkeit anpassen, wie schnell das Video abgespielt wird. Das ist oft gut, wenn ich mir etwas anhöre, wo ich schon Basiswissen habe und ich nicht so viel Zeit habe, dann stelle ich das Ganze auf 1,5-fache Geschwindigkeit. So geht das Ganze etwas schneller, aber ich bekomme auch alles mit, wenn ich mich schon etwas in der Materie auskenne. Da man sich nicht immer bei einem Computer aufhält, ist es wichtig, dass Udemy auch auf dem mobilen Weg funktioniert, heißt auf Tablet oder auf Smartphones. Das Ganze funktioniert auf iOS oder Android gleichermaßen sehr gut. Es gibt auch eine Offline-Funktion, das heißt, ich kann mich im WLAN-Netz schon Kurse herunterladen und diese dann ohne Datenverbindung unterwegs nutzen. Das Ganze wird im Hintergrund natürlich automatisch synchronisiert, heißt, wenn ich am Computer anfange zu arbeiten und dann am Smartphone weiterschauen will, ist das alles automatisch synchronisiert. Die Frage, was das Ganze bei Udemy jetzt kostet, ist relativ schwer zu beantworten, denn eigentlich sind die Preise mit sag 100 bis 200 Euro angeschrieben. Udemy hat aber sehr häufig Top-Angebote, wo die Kurse dann um etwa 10 Euro zu haben sind. Black Friday zum Beispiel oder in der Weihnachtszeit gibt es die Adventszeit, vor Ostern wird es das Osterangebot geben und da sind diese ganzen Kurse um 10 Euro zu haben. Der reguläre Preis ist aber 100 bis 200 Euro. Mein Tipp ist daher, wartet auf eine Aktion bei Udemy, außer ihr habt wirklich keine Zeit und müsst den Kurs sofort belegen. Aber wenn ihr die Zeit habt, dann wartet. Es kommen regelmäßig Aktionen für ca. 10 Euro pro Kurs und das ist dann wirklich schon gestohlen. Ihr bekommt 5 bis 8 oder 12 Stunden zu einem Themengebiet bei Udemy und das für 10 Euro, das ist eigentlich der Wahnsinn. Wenn euch da jemand erwischt, müsstet ihr eigentlich ins Gefängnis, nicht Spaß. Mein Fazit zu Udemy. Ich bin jemand, der viel unterwegs ist auf YouTube, ich mache selber Videos und ich schaue natürlich auch viele Videos und bilde mich auch auf YouTube weiter. Also da habe ich schon viel Erfahrung. Ich habe Udemy jetzt mal getestet, habe ein paar Kurse durchgemacht und muss sagen, das Angebot ist wirklich sehr gut. Ich habe, muss sagen, im Aktionszeitraum eingekauft, heißt ca. 10 Euro pro Kurs bezahlt und das Fachwissen, das ihr für die 10 Euro bekommt, werdet ihr in so komprimierter Form und so gut strukturiert auf YouTube nicht finden. Ihr könnt auf YouTube tolle Sachen finden, aber dass ihr ein Themengebiet wirklich sehr gut erklärt bekommt, ist relativ selten. Daher kann ich euch Udemy wirklich empfehlen. Wie gesagt, schlag zu, wenn es eine Aktion gibt, weil 10 Euro ist einfach gestohlen. Das Ganze funktioniert super auf allen Geräten, was mir auch gefallen hat, weil dann kann ich auch mal so auf der Couch am Handy weiterschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben, ob du Udemy schon mal ausprobiert hast oder ob du es ausprobieren wirst. Einen schriftlichen Test gibt es auch noch, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auf unserer Webseite testberichte.com kannst du das Ganze nochmal schriftlich nachlesen. Es würde mich freuen, wenn du mal auf der Website vorbeischaust, denn wir testen ganz viele verschiedene Dinge. Wenn es dir gefallen hat, hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video.